an Weihnachten wird Gott ein Mensch. Das ist eigentlich super krass. Stimmt. Wenn du so denkst, Weihnachten ist unfassbar. Und es ist auch total verrückt, wenn man sich überlegt, dass wenn wir zur Kommunion gehen, dann sind wir ein bisschen wie Maria, weil die hatte das Jesuskind in ihrem Bauch und wir haben dann auch Jesus in unserem Bauch. Ja, wir essen den Leib Christi, das ist auch wunderschön. Mhm. Ist die Eucharistie der Lieblingssakrament? Ja, also zusammen mit der Beichte, ich meine, die Klassiker. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch Ehe ziemlich liebst. Ach, die Ehe ist das Schönste. Mhm. Ich bin so froh, dass wir uns das heilige Sakrament der Ehe, das Ja-Wort, vor unserem Herrn geben konnten. Durch meine Frau Carla und mein Sohn Nino kapiere ich, was Jesus mit uns vorhat. Das war auch eine echt schöne Hochzeit. Der Pater Carla hat voll geweint, gell? Ich auch. Hattest du schon mal die Krankensalbung empfangen? Oh, na, leider. Die Priesterweihe? Nein, komisch, noch nie. Aber getauft sind wir beide. Und gefirmt. Also ich seit 20 Jahren und du seit 10 Jahren. Ne? Ich bin Babykatholik. Das ist ganz cool mit der Taufe, dass man dieses Siegel Christi so auf der Seele hat. Und mit der Firmung wird das dann vollendet. Und dann sind alle ausgesendet als Missionare. Das war quasi die perfekte Vorbereitung für unseren Job hier bei Missio. Ja, also lasst euch alle firmen und dann fangt ihr an. Alle? Ja, ja, ja. Wir brauchen unglaublich viele Missionare auf der Welt. Na dann. Herzlich willkommen.